Hey ho Leute und willkommen zu meinem Silvester-Special. Das Ende des Jahres 2015 und der Anbeginn eines neuen, schönen, hoffentlich sehr, sehr schönen Jahres 2016. Wie ihr hier gerade sehen könnt, bekommt ihr hier ein schönes Gameplay von Rocket League von mir zu sehen, wo ich zwei Spiele gespielt habe und ja, die haben wir souverän gemeistert. Also viel Spaß dabei und lauscht meiner schönen Stimme während dem Gameplay. Das Jahr 2015 ist nun zu Ende. Aber die wichtigste Frage, wie jedes Jahr, was ich mir natürlich immer stelle, was hat das Jahr 2015 für mich gebracht? Gut, ich musste aus Angst, dass ich wieder einen Copyright-Strike bekomme, all meine OSU-Videos löschen. Weil ich habe wieder ein paar Probleme ansatzweise bekommen, so es hat sich angebahnt. Und ich wollte es nicht nochmal riskieren, dass ich unter die 15-Minuten-Grenze komme, da ich besonders Minecraft Story Mode ab und zu auch über 15 Minuten habe oder auch so Special-Videos wie zum Beispiel das von Domtendo, wo ich all seine Levels auf einmal zocke, auch über 15 Minuten mindestens geht. Und ich konnte mir das einfach nicht leisten. Naja, ich habe ein paar neue Bekanntschaften gemacht, aber nicht nur neue Bekanntschaften habe ich gemacht, sondern auch die alten Bekanntschaften und Freunde sehr gut gepflegt. Wie zum Beispiel unseren lieben Bombenmix. Ja, ich habe es jetzt extra gesagt. Bombenmix. Nein, Spaß. Er heißt seit sehr langem jetzt schon BM zockt. Oder einfach nur BM. Und ich freue mich wirklich sehr, dass er es soweit geschafft hat durch allgemein coole und interessante Minecraft-Videos. Ich finde es einfach super, was er für Projekte bringt. Und was er für Kit-Ideen bringt. Und was er allgemein für Kit-Vorstellungen macht. Es sind einfach super Videos, die er macht und ich stehe immer hinter dir, Julian. Immer. Dann einen Kollegen, den ich jetzt nicht so lange kenne, aber mit dem komme ich sehr gut klar, ist immer noch der Joker. Ich sag nur Vault 2. Bisschen Lava-Spaß. Ja, Joker, du müsstest jetzt wissen, was damit gemeint ist. Oder Guardians. Dann haben wir noch unseren alten Bekannten LP Green Chaos. LP Green Chaos, auch genannt Colin, ist einfach ein super Gefährte, ein super Zeitgenosse und mit dem kann man immer wieder Spaß haben. Dann haben wir noch meinen lieben Freund Schlibby, Philipp. Schlibby, es ist super, ich habe mich so unendlich mit dir reingehängt, dass du, beziehungsweise wir beide, aber letztendlich hast es nur du geschafft, aber dass es wenigstens einer von uns beiden schafft, in das Projekt Desperados reinzukommen. Ich fand es so mega geil, dass du überhaupt reingekommen bist. Ich habe immer wieder mitgeholfen, es war einfach genial. Das ganze Vorbereiten, das ganze Planung, die Umsetzung, einfach super. Und ich freue mich auch in Zukunft mit dir wieder weiterhin, öfter mit dir mal wieder was aufzunehmen. Dann habe ich ein paar Leute kennengelernt, wo ich sehr dankbar bin, dass ich sie überhaupt kennengelernt habe und einige auch davon auch real life getroffen habe, also das finde ich mega geil. Die ganze Heart-Gruppe, um genau zu sein, die ganze Heartpiece-Gruppe. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich alle aufzähle. Oh, das wird schwierig. Einer von denen ist ein super netter Geselle. Und richtig chillig drauf, es ist der Miso-Chan. Miso-Chan. Wer mein Face-Rig-Video gesehen hat, wird wissen, dass ich ihn da ein paar Sekunden Ehre gegeben habe. Wenn man das auch Ehre nennen kann, naja. Dann haben wir Dennis Raven. Ja, er ist einfach genial. Er ist auch richtig chillig und seine Videos haben Klasse. Die sind einfach genial. Dann einmal den Ronan oder auch besser genannt Sio und Supi Maggie, also Maggie. Schmiggy, Schmiggy, Schmiggy. Und mit denen werde ich auch sowieso definitiv und maximal viel Terraria wieder aufnehmen, damit ihr auch wieder was davon erhalten könnt und sehen könnt. Ich glaube, ich habe einfach nur Unsinn gelabert. Aber ja, damit ihr einfach mal wieder mehr Content von uns da rein, unserem Chaos Project mitbekommen könnt. Dann haben wir unseren Duck-Senpai. Duck-Senpai! I'm proud of you! Duck! Den netten Damien. Spore. Dann Justus.
Oh ja, Justus, ich hoffe, du siehst das. Die Runde gestern war einfach mega geil. Wir haben einfach die alle gereckt. Wir haben sie gereckt, auch wenn wir auch verkackt haben. Aber wir haben sie gereckt in Rocket League. Ja, haben wir. Unseren netten Professor Dr. X-Nix Jan. Oh ja, wir müssen unbedingt mal wieder was zocken. Das ist einfach nur Pflicht. Das ist Pflicht. Wir müssen. Und ich kann leider nicht mehr alle aufzählen. Dafür reicht mein Hirn nicht mehr aus. Ich habe keine Kapazität mehr. Dann haben wir noch schwierig. Sie ist keine Kollegin vom YouTube-Sinne, aber hat mich immer wieder unterstützt, damit ich meinen Hintern bewege und alles Mögliche aufnehme. Und ich habe auch ein schönes Projekt mit ihr und ich finde es super, dass wir das haben. Auch wenn es nicht so toll häufig angeschaut wird, aber es macht einfach Spaß und das ist die Hauptsache dabei. Meine liebe Freundin. Mhm. Jetzt schaut sie mich an. Nun, wieso erwähnst du mich in deinem Video? Aber die allerwichtigsten Leute seid natürlich ihr. Meine Styler, meine Abonnenten, meine Zuschauer, auch wenn sie mich nicht abonniert haben. Immer wenn ich Trivia oder irgendwelche Tutorial-Videos gemacht habe, habe ich sehr viele Zuschauer angeregt, sich das anzuschauen und ich habe sehr vielen davon helfen können. Das freut mich ungemein. Aber die, die auch treu sind und ganze Zeit auf meinem Kanal bleiben, mich abonniert haben und auch meine Let's Plays anschauen, denen und mich auch dauernd unterstützen, denen gebührt natürlich der größte Dank. Euch, meine Styler, meine Leute. Ohne euch wäre ich jetzt nicht, wo ich jetzt bin, mit 1300 Abonnenten, 1300 plus. Zum Ende des Jahres 2014 hatte ich 709 Abonnenten. Das ist eine krasse Zahl gewesen und bis jetzt hat sich auch immer alles verdoppelt. Meine Abonnentenzahl hat sich verdoppelt oder mehr als verdoppelt. Ich fand das einfach super. Das war einfach Vorlage. Das hat bis jetzt immer geklappt. Da ich aber in diesem Jahr sehr oft ausgefallen bin, überhaupt Videos zu bringen oder aufzunehmen oder überhaupt irgendetwas zu machen, aus was weiß ich welchen Gründen, die will ich jetzt nicht alle aufzählen, was ich auch recht schade finde, habe ich leider nicht das Doppelte oder mehr als das Doppelte erreicht. Aber Leute, dafür haben wir das im nächsten Jahr auch wieder drin. Wir werden mehr als nur das Doppelte haben. Wir werden es schaffen. Jawohl, Leute. Ich bin jetzt bei 1306 Abonnenten gelandet, was ich immer noch super finde, dass ich wenigstens überhaupt die 1000 Abonnentengrenze erreicht habe. Und ja, ich setze mir jetzt mal ein schönes Ziel und sage, ich werde im nächsten Jahr, sagen wir mal, 3000 Abonnenten schaffen. Seid ihr dabei, Leute? Denkt ihr, ich schaffe das? Denkt ihr, wir schaffen das? Als Gemeinschaft, als die Styler, schaffen wir das? Leute, schaffen wir das? Nur mit euch kann ich das schaffen, Leute. Leute, seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Das ist prima. Ja? Okay, gut, das gefällt mir. Jo, Leute, das war's eigentlich von meinem kleinen netten Special. Ich werde jetzt noch ein paar kleine Neuerungen sagen, was einfach im nächsten Jahr alles zu kommen wird. Also geplante Projekte und Ideen. Aber ich will nicht zu viel verraten. Also nur ein klitzekleiner Teaser wird es geben. Ich werde alte Projekte beenden. Wer hätte das gedacht? Das war der größte Teaser überhaupt. Ende. Nein, Spaß. Ich werde mit ein paar neuen Special-Videos anfangen und schauen, wie es euch gefällt. Ich werde ein paar Folgen davon bringen und wenn es euch sehr gefällt, dann würde es mich freuen, wenn ich es auch natürlich weitermachen werde. Dann habe ich noch eine weitere Reihe geplant, was, um ehrlich zu sein, sehr lange laufen wird. Ich habe mir da was wirklich Krasses vorgenommen und es ist eigentlich auch gleichzeitig mein Hobby gewesen und gleichzeitig eine Leidenschaft. Aber mehr will ich jetzt nicht verraten. Dann, ja, mehr mit Kumpels, Freunden, Kollegen aufnehmen. Und was ich mir natürlich am meisten wünschen würde, ist die Nähe, die Abonnentennähe zu euch. Dass ihr mir Kommentare schreiben würdet, dass ihr mir meine Videos teilt. Also eigentlich dasselbe wie jedes Mal. Nein, es gibt einige von euch, die meine Videos teilen, die meine Videos immer wieder anschauen, die immer wieder ein Like und ein Kommentar hinterlassen. Ich finde das super genial und es ist einfach Töfte, ich sag es wieder, mein Wort,
Das ist mein Wort des Jahres, immer noch. Töfte, 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 auch wenn ich es nicht so oft gesagt habe. Aber ich hoffe einfach, dass wir es einfach zu den 3000 Abonnenten schaffen dieses Jahr. Und dass es einfach ein super tolles Jahr wird. Nicht nur für mich als YouTuber, nicht nur für mich als Privatperson, sondern auch für euch. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dass ihr alles erreicht, was ihr euch für dieses Jahr vornimmt. Wirklich alles. Haut rein, meine lieben Styler. Wir sehen uns morgen mit einem neuen Video wieder. Tschüdelü, euer PB Style. Und natürlich noch meine Lache für alle meine Fans. Juhu! Haut rein!